Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge Life is Strange True Colors. Und ja, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Ach so. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim eingestürzt. Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadtwache, anscheinend schon lange tot. Blut. Okay. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Mhm. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay, Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Okay. Schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Ob irgendwas dahinter ist? Warte, also ist Ethan... Also der klettert da irgendwo. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Okay.
Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Wechsel während der Unterhaltung mit Space zwischen Entscheidungen und Objekten. Was? Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ich glaube, Fëanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Ich frage mich, wie man die wohl öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? So viel Zeug, einfach zurückgelassen. Okay. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Versuch was wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich's rausfinden kann. Na, irgendeine Treppe. Ich glaub ja nicht, dass das klappt. Au! Ich muss ja irgendwie rumlaufen. Oh ja, die sehen sicher aus. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Kein Plan. Ich sehe mich mal um. Hi, gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Das kam im Comic nicht vor. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Etwas sagt mir, dass ich danach ganz sicher eine Tetanusimpfung brauchen werde. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Das kam im Comic nicht vor.
Gut, gut. Na, das wäre ja was für mich hier. Die Höhe und überhaupt. Ist nicht im Comic. Besser ist das. Okay, das Silo. Wir kommen der Sache näher. Erinnert mich an das Schlangending in Ethans Comic. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße! Ein Versuch wert. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buch steht. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay?
Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Mir ist es wichtig. Okay, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich's rauskriege. Ich komme darauf zurück. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Okay. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Und dann ist alles meine Schuld. Für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm! Okay, hey. Konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich's tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht.
Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Aber es jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor. Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Auch Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommen zurück. Alter Seilschnaffgang. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Nach dem anderen. Okay. Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Scheiße. Ganz ruhig.
Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Oder? Okay. Ja. Alex hat Gabe von Ethans Plänen erzählt. Alex hat sich aus Mac und Rileys Streit rausgehalten. Okay, gut, dann auf zum nächsten Kapitel. Meine Katze ist gerade an meinem Stuhl hochgeklettert. Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können. Den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Bei der 5. Gelegenheit
Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten. Aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Ich habe keine Ahnung. Er hat recht. Ich war dabei, als Gabe anrief. Ich möchte hören, was du dazu zu sagen hast, Mac. Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich, warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Ryan. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort... Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Ach, wirklich nicht? Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Warum nicht dir? Ihr geht besser. Na los, raus! Alex? Hey.
Scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Nicht wirklich. Aber das wird schon. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Du spielst Gitarre? Ja, schon damals. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Kein Problem. Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Echt witzig, dass Gabe bei einem Lab mitmachen wollte. Das hätte ich so gern gesehen. Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke, Gabe. Ich frag mich, wie es ihr wirklich geht. Kicker-Champion? Warum macht sie das so traurig? Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist.
Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Steph? Sorry. Das ist mir voll peinlich. Ich brauche nur etwas Zeit. Okay, ihre Traurigkeit ist so stark. Hoffentlich kann ich helfen. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, habe ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Scheiß blauer Meteorit. Total overpowered. Oh. Ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Alter, lass gut sein. Ich habe mein Busticket schon gekauft. Okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Ich glaube, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Soll ich eine Platte auflegen oder so? Nee, bin nicht in Stimmung. Vielleicht etwas anderes? Magst du vielleicht was trinken? Nein, danke. Aber es ist lieb von dir. Klar. Das war nicht richtig. Hast du Bock auf ein Match? Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Also dann bis 5? Ja, von mir aus. Benutzer auf dem Bildschirm, um die Spieler zu drehen. Wie oft haben du und Gabe gespielt? Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann musst du echt gut sein. Mhm. Oh mein Gott. Du warst in einer Band, oder? Ja. Scheiße. Was spielst du? Drums. Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Oh, ich komme immer durcheinander. Verstehe. Scheiße.
Muss ich das jetzt echt richtig gut können, ja. Oh Mann. Das ist was für mich. Echt. Nein. Das war fast ein Eigentor gerade, oder? Aber ich bin sowieso fast im Aufgebemodus. Ah. Ach so, das macht das automatisch. Ich dachte eigentlich, ich könnte. Naja. 5 Punkte! Hab gewonnen! Wow, was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein, ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill, Timing und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Oh, hörst du das? Wie das Publikum jubelt und feiert. Wow, wir lieben dich, Alex! Steph ist scheiße! Okay, fick dich. Ich will eine Revanche. Dann los. Nein. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Gut. Wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt. Okay. Okay, okay. Die beste Nordwest-Band aller Zeiten, los! Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Slita Kinney, falls du es wissen wolltest. Nein. Oh Gott. Ja, okay, okay. Die zieht mich jetzt voll ab, ja. Oh. Oh, oh, oh. Ich drücke einfach die ganze Zeit irgendwelche Tasten. Oh, ja. Los, noch ein Match. Das war so klar. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Gabe würde sich nie mit einem Gleichstand zufrieden geben. Na dann, abgemacht. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Ja, es ist schön, wenn man so leicht ablenkbar ist. Beziehungsweise nicht klarkommt mit der Materie. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? Beides. Ich gehe mit jeder Person aus, solange sie mein Typ ist. Was ist denn dein Typ? Ich sag's dir, wenn ich die Person treffe. Oh, falsch. Verlierer sagen was? Ich hab grad gar nicht zugehört. Oh, fuck, yes, na endlich! Die Festung Chen wurde zerstört! Gut, was? Danke. Du bist ein besserer Verlierer als Gabe. Das macht keinen Spaß. Tut mir leid, dir den Sieg zu verderben.
Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst und für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Bis dann. Ciao. Ja, das werde ich jetzt auch erstmal sagen. Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge erfahren. Also, bis dahin.